Mein Mann und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschwebten. Es sah aus wie im Märchen. So romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 9. Dezember. Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein fantastischer Anblick! Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Da mein Mann ja im Moment unpässlich ist, habe ich zum ersten Mal seit Jahren wieder Schnee geschaufelt. Heute Nachmittag kam dann der Schneepflug vorbei und hat den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschoben. Also holte ich die Schaufel wieder raus. Was für ein tolles Leben. 12. Dezember. Die Sonne hat unseren ganzen schönen Schnee weggeschmissen. Was für eine Enttäuschung. Mein Nachbar Paul sagt, mach dir keine Sorgen, wir werden definitiv eine weiße Weihnacht haben. Kein Schnee zu Weihnachten wäre ja auch schrecklich. Paul sagt, dass wir bis zum Jahresende so viel Schnee haben werden, dass ich nie wieder Schnee sehen will. Ich glaube, das ist nicht möglich. Paul ist zwar sehr nett und ich bin froh, dass er unser Nachbar ist, aber naja. 14. Dezember. Schnee. Wundervoller Schnee. 30 cm letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem, aber ich habe mich beim Schaufeln aufgewärmt. Das ist ein Leben. Natürlich kam der Schneeflug heute Nachmittag zurück und hat alles wieder zugeschoben. Mir war klar, dass ich so viel schaufeln müsste, aber ich komme ihm vor. Wünsche, ich würde nur nicht so pusten und schnaufen. 15. Dezember, 60 cm Schneefeuerwehr. Mein Mann hat unseren VW verkauft und einen Jeep genommen. Winterreifen für das Auto gleich dazu. Und zwei extra Schaufeln. Habe den Kühlschrank aufgefüllt, falls mal der Strom ausfällt. Mein Mann sagt, lass uns ein Notstromaggregat kaufen. Ich sage, das ist doch lächerlich. Wir sind doch nicht in Alaska. 16. Dezember. Eissturm heute Morgen. Bin in der Einfahrt auf den gefallen. Als ich Salz streuen wollte. Tut höllisch weh. Mein Mann hat eine Stunde gelacht. Das fand ich grausam. 17. Dezember. Immer noch weit unter Null. Die Straßen sind zu vereist, um irgendwo hinzukommen. Der Strom war 5 Stunden weg. Musste mich in Deckeln wickeln, um mich einzufrieren. Kein Fernseher. Nichts zu tun, als meinen Mann anzustarren und zu versuchen, ihn zu irritieren. Ich glaube, wir hätten doch ein Notstromaggregat kaufen sollen. Aber das traue ich mich nicht mehr zu sagen. Ich hasse es, wenn er wittert. Und ich hasse es, in meinem eigenen Wohnzimmer zu erfrieren. 20. Dezember. Der Strom ist wieder da, aber nochmal 40 cm von dem verdammten Zeug letzte Nacht. Noch mehr Schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneefluch kam zweimal vorbei. Ich habe versucht, eines der Nachbarkinder zum Schaufeln zu überreden, aber die sagen, die hätten keine Zeit, weil sie Hockey spielen müssen. Ich glaube, die lügen. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaube, die lügen. Paul sagt, dass ich schaufeln muss oder die Stadt dran ist und schickt mir die Rechnung. Ich glaube, der nicht auch. 22. Dezember. Paul hatte recht mit weißer Weihnacht, weil heute Nacht nochmal 30 cm von dem weißen Scheißzeug gefallen ist. Und es ist so kalt, dass es bis August nicht schmelzen wird. Es hat 45 Minuten gedauert, bis ich fertig angezogen war zum Schaufeln und dann musste ich gehen. Als ich mich schließlich ausgezogen, gewindelt und wieder angezogen hatte, war ich zu müde zum Schaufeln. Habe versucht, für den Rest des Winters Paul anzuheuern, der eine Schneefräse auf seinem Lastwagen hat, aber er sagt,
Er hat zu viel zu tun. Ich glaube, er lügt. 23. Dezember. Nur 10 cm Schnee heute. Und es hat sich auf 0 Grad erwärmt. Mein Mann wollte, dass ich reinkomme und den Baum dekoriere. Ist der bekloppt? Ich habe keine Zeit. Ich muss schaufeln. Warum hat er mir das nicht gestern schon gesagt? Er sagt, er hätte es gesagt. Aber ich glaube, Heiligabend. 20 cm Neuschnee. Der Schnee ist vom Schneeflug so fest zusammengeschoben, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Dachte ich, kein Herzanfall. Falls ich jemals den Arsch kriege, der den Schneeflug fährt, ziehe ich ihn an seinen durch den Schnee. Ich weiß genau, dass der hinter der Ecke steht und wartet, bis ich mit Schaufeln fertig bin. Dann kommt er mit 150 Sachen die Straße runtergerast und wirft mir den Schnee wieder vor die Tür. Heute Nacht wollte mein Mann mit mir Weihnachtslieder singen und Geschenke auspacken, aber ich hatte ja keine Zeit. Ich musste auf den Schneefall ausschauen. 25. Dezember, erster Weihnachtstag. Frohe Weihnachten. 60 cm mehr von der weißen Scheibe. Eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln lässt mein Blut kommen. Gott, ich hasse Schnee. Da kam der Schneeflugfahrer vorbei und hat nach einer Weihnachtsspende gefragt. Ich habe ihm meine Schaufel über den Kopf gezogen. Mein Mann sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Oh, egal. Ich glaube, der lügt. 26. Dezember, zweiter Weihnachtstag. Immer noch eingeschnallt. Warum alles in der Welt sind wir hier hingezogen? Es war alles meine Idee. Er geht mir echt auf die Nerven. 27. Dezember. Die Temperatur ist auf 30 Grad gefallen und die Wasserrohre sind eingefroren. 28. Dezember. Es hat sich auf minus 5 Grad erwärmt. Immer noch eingeschnallt. Der Alte macht mich verrückt. 29. Dezember. Nochmal 30 cm Schnee. Paul sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Für wie blöd hätte mich eigentlich? 30. Dezember, das Dach ist eingestürzt. Der Schneeflugfahrer verklagt mich auf 25.000 Euro Schmerzensgeld. Mein Mann ist zur Kur gefahren und der Wetterbericht sagt 25 cm Neuschnee. Silvester, ein